In dieser Lerneinheit möchte ich dir zeigen, wie du Texte und Bilder aus dem Internet in Word neu gestaltest. Natürlich ist es keine große Eigenleistung, Inhalte eins zu eins zu kopieren, aber in diesem Fall ist es jetzt einfach eine Übung, die dir künftig helfen soll, eben Inhalte aus dem Internet weiter zu verwenden. Das Endprodukt soll letztlich so aussehen: Es ist ein Text über die indische Göttin Parvati. Sie ist dem Wikipedia-Eintrag entnommen, ebenso das Bild. Du siehst, es ist ähnlich wie bei einem Zeitungstext aufgebaut. Es hat einen Titel, eine Quellenangabe und anschließend ein sogenannter Lead, also ein Einleitungstext, der eben die wichtigsten Informationen schon zusammenfassen soll. Und anschließend ist der Text zweispaltig geführt. Das macht ihn wesentlich leserlicher, weil dann eben die einzelnen Zeilen nicht so lang sind und man eben nicht verrutscht, wenn man auf die nächste Zeile springt beim Lesen. Außerdem ist ein Bild eingefügt und dieses Bild ist mit einer Bildunterschrift versehen. Die Informationen findest du, wenn du diesen Link aufmachst, diese Internetadresse, falls es nicht funktionieren sollte, so kannst du einfach auch bei Wikipedia nach Parvati suchen.